Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ich habe da etwas geschrieben. Ich habe da etwas geschrieben. Beziehungsweise ich habe da etwas entdeckt auf YouTube. Ein Einzeiler-Code, den möchte ich euch mal ganz gerne zeigen. Syntax-Error. Ach komm, den kann ich auch eben so schreiben. Also, der ist eigentlich ganz einfach. 0 print peak 145. Geteilt durch GoTo. Genau so hat der Kollege das auf YouTube eingegeben. Das war ein englischer Kanal. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Irgendwas mit 8-Bit. Komme ich nicht drauf. Und was passiert? Jetzt wird die Zahl 255 gepokt. So, jetzt nehme ich mal meinen magischen Finger. Achtet mal eben auf die Tastatur hier. Jetzt drücke ich mal hier auf den Pfeil. Halte Pfeil gedrückt. Jetzt haben wir hier stehen 253. Jetzt drücke ich auf die 1, haben wir hier stehen 254. Jetzt drücke ich auf die 2, 247. Jetzt drücke ich auf die 3, dann passiert nichts. Alle anderen Tasten in der oberen Reihe passiert nichts. Wenn ich jetzt auf Ctrl drücke, habe ich die 251. Wenn ich auf Q drücke, habe ich die 191. Und ab jetzt passiert nichts. Bleibt immer bei 255. So, One-Stop ist klar, One-Stop. Shift bringt nichts. Ich glaube, Commodore geht noch. Genau, 223, 223. Shift ist nichts, Z war auch nichts. Und dann war, glaube ich, noch Space. Da gibt er mir auch, oder piekt er mir die Zahl 239 raus. So, was passiert denn hier bei meinem Supercode? 0 peak 145. So, die Speicheradresse in DC 145. Da gehe ich der Sache nochmal jetzt auf den Grund. Ich schaue mal eben nach. Achso, ich muss mal eben kurz umswitchen, dass ihr meinen Desktop seht. So, jetzt müsstet ihr meinen Desktop sehen, ne? Aber irgendwie stimmt die Auflösung hier nicht. Schwupps, Google seht ihr schon. So, machen wir das Fenster mal so ein bisschen so, dass ihr was sehen könnt. So, das wäre jetzt mein Desktop. Format ist jetzt ein bisschen anders, aber ist jetzt halt eben nur mal so, wie es ist. Oder können wir hier ein bisschen größer machen? Nee, dann seht ihr das andere nicht. Ich mache mal eben meine geheimen Lesezeichen hier weg. Steuerung, Shift, B. Dann sind sie verschwunden. So, wir geben mal ein. Speicheradresse C64. Speicherbelegungsplan, nicht Speicheradresse. So, wir haben gesagt, wir pieken in 145. In 145 Dezimal. Dann müsste ich ja erstmal ausrechnen, was ist 145 in Hex. In Hex, okay, ich switche wieder rum auf mein Commodore. Wir rechnen uns die 145 aus. 0145, das wäre in Hex 0091. 0091, gut, das haben wir auch ermittelt. 0091 ist natürlich dann dementsprechend ganz unten. Ach, hier vorne steht da die Dezimalzahl, hätte ich gar nicht ausrechnen brauchen. Hier unten wäre er. Bei 145 wäre er in der Zero Page drin und erweiterte Zero Page. Okay, also beides ist hier drin. Was steht hier unten? Speicheradresse DC von 0 bis 255, Zero Page Speicherstelle, Hex 01. Der Prozessorport steuert die Speicheraufteilung. Okay, ich klicke mal hier auf Zero Page. Also, okay, die Zero-Page, das sind die ersten 256 Bytes im Speicher. Das ist die Zero-Page. Okay, also der Bereich von 0 bis 255 wird auch Zero-Page genannt. Okay, das Besondere an dieser Speicheradresse ist, dass sie nur ein Byte braucht. Also das High-Byte ist definitionsmäßig 0. Okay, also das bedeutet, dass die Zero-Page nur Low-Bytes hat. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Frage an euch.
Okay, und dadurch wird natürlich die Adressierung besonders kompakt und schnell. Ist klar, wenn man nur einen kleinen Zahlenwert hat, also ein Byte nur, ist klar, dann ist das logischerweise schneller als wie mit 2 Byte. Achso, was auch noch hinzukommt, ich habe noch irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das hier im Text hier auch drin steht, bei der Zero-Page ist ja das Besondere, ich sage einfach mal, wenn hier der Prozessor ist und hier ist die Zero-Page, ist die ja ganz am Anfang und die anderen Speicheradressen, die sind weiter weg, also physisch weiter weg vom Prozessor und deswegen ist der auch noch besonders schnell, weil der so nah am Prozessor ist, an der CPU. Meine, ob das was ausmacht, weiß ich nicht, aber habe ich zumindest mal irgendwo gelesen. Ja, da steht dann noch einiges und eine erweiterte Zero-Page gibt es auch in diesem Speicherbereich. Okay, das wäre dann Page 1. Okay, was heißt das jetzt nochmal? Erweiterte Zero-Page. Dieser Bereich unmittelbar nach der Zero-Page beginnt mit Page 1, erstreckt sich bis inklusive Page 3. Jetzt gehe ich noch auf den Speicherplan. Was soll das jetzt bedeuten? Wo sind die Page? Was ist mit Page gemeint? Ist mit jeder Speicheradresse ist eine Page, ist das gleiche? Das ist für mich jetzt nicht ganz klar erklärt. Also jede Speicheradresse, sagen wir mal Hex 1, Hex 2, Hex 3 und so weiter, jedes für sich ist auch gleichzeitig eine Page. Wobei die Speicheradresse 0000 in Hex ist die Zero Page und ab 1 bis 255 oder beziehungsweise wir bleiben mal bei Hex. Von 1 bis 00FF, das wäre dann der erweiterte Zero Page. So habe ich das zumindest jetzt verstanden. Und wie gesagt, mir geht es jetzt darum, falls ich irgendwie einen Blödsinn erzähle, dass ihr bitte was in die Kommentare schreibt, weil ich habe hier noch so ein paar Probleme, das Ganze hier zu verstehen halt. Deswegen auch dieses Video. Genau, und jetzt kommt hier die Belegung der Zero Page. So, und hier haben wir einmal die Speicheradressen. Das müsste eigentlich dann von 0 bis 255 gehen, die Tabelle. Ich gucke mal eben. Ich setze mal da ganz unten. Die müsste bei 255 Schluss sein. Ja, okay. Und interessant ist wohl auch, dass jede Speicheradresse wohl eine andere Aufgabe hat, andere Fähigkeiten, wie auch immer. Und die möchte ich mal ganz gerne wenigstens so ein bisschen überfliegen. Wir haben ja gesagt, Speicheradresse 0 ist die eigentliche Zero-Page und ab 1 wäre die erweiterte Zero-Page. So habe ich es verstanden. Was steht hier? Speicheradresse 0 hat einen Normalwert von 47. Gut, das testen wir da erstmal. Ob mein Computer normal ist. So, ich gehe hier wieder raus. Liste mein Programm. Dann gehen wir mal hier ein. Was war das? 0, ne? Eine 0 müsste doch reichen, oder? Und jetzt mit dem Goto kann ich eigentlich auch weglassen. Ich kann das ja auch so printen, ne? Printen wir 47, jawohl. Der nächste Werk müsste 55 sein. Ich teste das mal eben. Passt. Und der nächste Wert 0. Ich switche jetzt nochmal ganz kurz um. Gut, das wären jetzt hier die Normalwerte. 47 passt, 55, 0. Okay, hier steht nichts. Weil hier hat er 0 ausgegeben. Gut, ich denke mal, das wird wohl das gleiche sein. So, was sagen denn diese Pages hier aus? Hier wäre einmal der Prozessorport, wäre im Page 1. Ich sag mal Page, ich weiß nicht, was richtig ist. Ich bleibe bei Speicheradresse. Speicheradresse 1, Prozessorport. Speicheradresse 2 ist unbenutzt. Vielleicht ist es für den Programmierer zur freien Verfügung. Wenn er mal irgendwie so einen schnellen Byte braucht, kann er sein. Könnte ich mir zumindest so vorstellen. Page 3 bis 4 wäre für die Fließkommazahl. Okay, Low and High Byte wird von den ROM-Routinen nicht benutzt. Okay. Normalwert wäre 170 bzw. 177. Da switchen wir doch nochmal ganz kurz um. Das wäre Page 3 und 4. 170 und dann müsste 177 kommen. Passt.
Ich habe da eine Idee. Damit ich nicht jede Zahl einzeln eingebe, schreibe ich mal ein kleines Programm, eine kleine Tabelle. Hier habe ich ein kleines Programm. Ich habe S auf 0 gesetzt, X und I auf 0. Bildschirm wird gelöscht. Und dann kommt eine I-Schleife. Genau, weil ich 0 in Zeile 100 habe übersprungen. X gleich X plus 23. Da habe ich eine I-Schleife. I gleich 0 bis 23. Und dann wird in I jeweils immer ein Wert mehr hineingepiekt. Und damit ich weiß, welche Speicheradresse es ist, dafür schüttelt mich das S, zeigt er mir dann gleich rechts sofort die Speicheradresse an. Lass einfach mal laufen. So, dann starte ich mal. Genau, oben S0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 und so weiter. Das sind die Speicheradressen. Und links wäre dann der, laut der Wiki-Tabelle, der Normalwert. Und die möchte ich jetzt einfach mal miteinander vergleichen. Ich denke mal, so kann man das ungefähr jetzt erkennen, worauf ich hinaus will. Ich möchte einfach mal die Speicheradressen miteinander vergleichen und gucken, was das Wiki jetzt sagt, beziehungsweise was mein Computer mir jetzt ausliest, was in jeder Speicheradresse drin steht. So, Speicheradresse 3 bis 4, 170, 177. Dann schauen wir mal auf den Commodore, Speicheradresse 3 und 4, 170, 177 passt. Dann kommt die 145, passt. 179 passt. 34 passt. 00 passt. So, da haben wir schon die erste Veränderung. In Speicheradresse 11. Bei mir steht da 76 drin. Gut. Dann haben wir Speicheradresse 13. 255. Da steht bei mir eine 0 drin. Dann geht es weiter, 0, 0, 0, 0, 0, Speicheradresse 20, auch eine 0, da habe ich eine 20 drinstehen. Ich könnte den Computer ja mal ausmachen und wieder anmachen und einfach mal gucken, was dann passiert. Ob ich die 20 da weggepokt bekomme. So, ich gebe mal ein Print, Peak 20. Habe ich immer noch eine 20 drinstehen. Das ist natürlich das, was ich jetzt nicht so ganz verstehe. Normalwert wäre jetzt 0 und auf 21 auch 0. Ich gebe mal 22 ein und da habe ich 25 drin stehen. Das stimmt wieder. Okay, ich gehe die Liste mal hier weiter durch. Das zum Thema Zero Page bzw. Zero Page Erweiterung. Im Endeffekt habe ich jetzt nur etliche Fragezeichen. Bringt mich jetzt nicht weiter, aber ich habe halt etwas Schönes entdeckt. Der Speicheradresse 160 ist TI und TI Dollar. Das schaue ich mir da auch noch mal ein bisschen genauer an. Die interne Uhr des Commodore 64. Also, wir resetten mal hier alles. Print Peak 160. 0. Wenn er in der Uhr ist, muss doch da bestimmt irgendetwas timen, getimed werden. Und da steht Variable TI. Print TI. 14005. Was auch... Oh! Hier wäre also die interne Uhr drin. Okay. Was ist jetzt TI Dollar? Print TI Dollar. Aha, ist das eine andere Uhr? Yo. Interessant, interessant. So, dann hätten wir aber noch Peak 161 und 162. Die habe ich gerade übersprungen. Peak 161 gibt auch ein... Oh. Da ändert sich auch was. Okay. Ist etwa auch so eine Art Uhr drin? Was bei 100 und bei 162 auch. Okay, da machen wir doch jetzt mal einen Test. Da schreibe ich mal ein kleines Programm. 10 print 20 print peak 160.
161 und 162. Fehlt noch eine Speicheradresse? Nein. Und dann machen wir noch 50 print TI, 60 print TI Dollar. Dann machen wir 70 run, ja, 70 run geht auch. Ja, okay, nee, das ist nicht schön, aber da tut sich was, da tut sich was. Dann machen wir go to 10. Machen wir doch ein go to rein. Da machen wir 5 raus und bei 10 sagen wir ihn clear so. Ja, genau, das ist schön, das ist schön, das sollte funktionieren. Ja, genau, das wollte ich jetzt haben. Ich habe jetzt alle Timer, die mir jetzt bekannt sind, also TI, TI Dollar und Speicheradresse 160, 61, 62. Das wären jetzt die Uhren, die der 64er wohl scheinbar hat. So, was steht denn da? Interne Uhr, TI bzw. TI Dollar, Zählwert 1/60 Sekunde. Was ist jetzt TI? TI war, was soll, hätte ich mich vielleicht dabei schreiben sollen, dass man weiß, was ist. Peak 160. Dann machen wir 2 Platz. Peak 161. Peak 162. Ja, machen wir so. Soll ja auch ein bisschen schön aussehen, ne? Und das wäre jetzt TI. Ups. TI. Semikolon TI. TI Dollar. Ich bin drauf reingefallen. Semikolon TI Dollar. Jetzt müsste das doch ein bisschen, ist ein bisschen verrutscht, ne? Ja, man weiß, was gemeint ist. Gut, das, jetzt steht hier TI und TI Dollar 1/60 Sekunde. Aber die untere Uhr läuft ja definitiv langsamer als die obere. Das ist definitiv ein anderer Takt. Gut, die Commodore-Uhr soll so oder so nicht ganz genau gehen. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, ja, was das für eine Zeiteinheit ist. Hier steht 1/60 Sekunde. Gut, habe ich was dazugelernt. Es gibt wohl mehrere Möglichkeiten, die interne Uhr über den Commodore abzufragen. Einmal über Peak, bei 160 tut sie nichts. Gut, ich weiß nicht, ob das vielleicht Stunden sind oder Tage, Jahre, keine Ahnung. Und bei Peak 161, ja, das könnten vielleicht so 5 Sekunden sein, eine Einheit. Peak 162 fängt aber immer wieder bei 0 an, wenn man über 255 kommt, klar, weil die Speicherzelle kann ja nur, ist ja nur ein Byte groß und ein Byte kann ja nur bis 255 rechnen. Gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Wie gesagt, das Video dient in erster Linie dazu, um euch ein bisschen aktiv aufzufordern, etwas in die Kommentare zu schreiben. Nicht, damit ich ein paar Klicks mehr generiere, sondern einfach, mir geht es einfach nur darum, das Ganze zu verstehen. Was ist die Zero Page? Wie funktioniert sie? Was steckt in den einzelnen Speicheradressen drin? Genau. Ich mache mich so oder so noch ein bisschen schlau hier über die Wiki-Seite und diverse anderen Seiten. Aber wenn der ein oder andere Kommentar hierzu folgen sollte, wäre das natürlich eine super Sache. Ja, da würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf! So, ich würde sagen, nochmal eine Runde Stardust Girl. We are Stardust, beziehungsweise so heißt es.
Genau, mein letzter Punktestand war 1300 und ein paar kaputte. Und ich versuche jetzt mal eben zu toppen. Ich hoffe mal, dass ich fehlerfrei die Runde hier überstehen werde. Das ist jetzt mein Anspruch. Ob das funktioniert, das werden wir jetzt erstmal testen. Hochkonzentriert, damit man hier keinen Fail macht. Hier so ein paar Schlüsselzehen, wo ich immer wieder drauf reinfall. Erst habe ich überstanden. Das sind drei Stück in Summe. Alles andere sollte eigentlich funktionieren. Wohlgemerkt eigentlich. Als Ziel ist es natürlich, die Dame nicht zum Leuchten zu bringen, sondern zum Blinken. Und alle gelben Talerchen einzusammeln. Diese hier. Und diesen. USW. Hier so einen leicht ausgelutschten Joystick. Da muss man richtig aktiv in die Richtung betätigen. Aber ansonsten funktioniert ja noch ganz gut. Das sieht doch erstmal gar nicht mal so gut aus. Ja, die Stelle war so ein bisschen knifflig. Hier, da falle ich oft drauf rein und dann gibt es gleich noch eine andere Stelle. Da will ich immer drüber springen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt diesmal... Nee, das war's, glaube ich. Das soll ich doch jetzt geschafft haben. Ja, 1518. Mehr ist nicht drin. Mehr geht nicht.